Hallo zusammen, willkommen bei Swissair FSX und ich zeige euch heute, wie ihr das Cargo Package laden und entladen könnt an eurem Flugzeug. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr einen Flug gebucht habt. In meinem Fall ist es jetzt ein Flug mit der Swissair von Zürich nach München. Jetzt geht es darum, dass ihr jetzt die Kiste oder den Flieger beladen müsst. Dann geht ihr hier unter virtuelle Airline, also in diesem Menü, unter Packages, klickt da Packages an und dann seht ihr bereits das Flugzeug, das ihr gebucht habt am Flughafen Zürich, aber auch ihr seht hier unter Swissair Technics unseren Warenbestand oder unser Lager für die Fracht, die wir dort schon mal eingekauft haben sozusagen. So, wie ihr hier bereits seht, ist die Douglas DC-9 15 schon bereits beladen mit Frachtpakete für München. Das habe ich schon bereits gemacht. Jetzt ganz wichtig mal vorweg ist, dass ihr hier unter Actions die verschiedenen Flugzeuge auf diesem Flughafen Zürich seht. So, all diese Flugzeuge sind auf dem Flughafen Zürich. In meinem Fall ist es eben die DC-9 15, die ich brauche. Und ihr seht hier unter Available den verfügbaren Platz für diese Frachtpakete insgesamt. Und unter Max seht ihr auch, welche sind die einzelnen Größen dieser Frachtpakete. Also es gibt verschiedene Größen. Es gibt kleinere, die sind mit 88 Pfund oder halt eben noch größere vorhanden, die ihr dann aber nicht beladen könnt. Also das heißt, größere als 441 könnt ihr nicht beladen, kleinere jedoch schon. Also, ihr seht hier, meine 7 Frachtpakete sind alle gleich groß. Ihr seht hier auch, dass eines, das Frachtpaket 1, einen Vorrang hat mit der Lieferung, hat aber auch einen Einfluss auf die Bezahlung, die wir dann erhalten, weil die halt viel wichtiger ist. So. Ihr geht hier dann nach unten unter Search Package, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich fliege jetzt ja heute, sagen wir jetzt nach Barcelona, Zürich Barcelona, dann müsst ihr hier unter Search Package Barcelona suchen. Ja? Dann geht ihr mal nach Barcelona. Und sucht jetzt hier in Barcelona die vorhandenen Frachtpakete für Zürich aus. So, unter Available Packages erscheinen die all möglichen Frachtpakete. So, das sind schon ein paar, also 75 insgesamt. Die könnt ihr eigentlich, sofern ihr Platz habt auf eurem Flieger, alle beladen. Ich werde jetzt die Beladung nicht ganz durchführen, weil sonst bringe ich diese Packages nicht mehr vom Flieger. Ich zeige euch einfach mal, wie das gehen würde. Also wir nehmen jetzt da Frachtpaket 1 bis 5, diese, setzen überall bei diesen 5 Paketen den Haken und gehen dann ganz nach oben zu Actions, wo ihr das Flugzeug habt, welches ihr beladen möchtet, das müsst ihr dann auch noch auswählen, und dann auf Load Selected. Wenn ihr das gemacht habt, auf Load Selected geklickt, dann verändert sich gleich die Available oder verfügbare Platzgröße im Flieger, die noch vorhanden ist für weitere Frachtpakete. Und das ist eigentlich schon bereits alles, was ihr wissen müsst, weil sobald diese Frachtpakete dann hier im Flugzeug erscheinen, ist das Flugzeug beladen und kann dann gestartet werden. Wenn jetzt aber auch sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel von meinem Flugzeug hier gewisse Frachtpakete in unseren Frachtraum oder unseren Hangar tauschen, dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr sagen, okay, ich habe jetzt da
diese 7 Pakete auf dem Flugzeug bereits beladen und setze es bei diesen 7 Stücken überall den Haken hier und klicke dann auf Load Selected. Und dann ist es eigentlich das gleiche Prinzip, dass dann das Flugzeug dann leer ist und diese dann, die Frachtpakete, hier unten bei Swissair Technics erscheinen. Das ist eigentlich die ganze Hexerei. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wenn ihr Fragen habt, schreibt oder kommt auf uns zu und wir werden euch dann helfen. Danke und bis dann. Tschüss.